Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Rising World. So, letzte Folge haben wir hier angefangen, den Boden reinzusetzen und den Boden, das zu bauen. Was knistert denn hier so? Es geknistert. Angst. So, habe ich hier was zu trinken mit dabei? Natürlich nicht. Wie zu erwarten, nein. So, ich gucke hier mal fix, wie wir das jetzt hier machen. Jemand da. Hängen kann, nicht zu lange bummeln. Ah, den haben wir so dann leicht rausgesetzt, sehe ich gerade. Ah. Clever von mir. So, den Weg müssen wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen anders machen, weil das sieht scheiße. Achso, ich habe es hart aus, deswegen sehe ich nichts. So, weg damit. So. Hier müssen natürlich dann irgendwie noch ein Träger rein. Müssen wir mal gucken. Ich habe erst überlegt, wie wir die Träger hier reinsetzen und wo wir die vor allem reinsetzen. Aber hier rechts daneben würde fast passen. Würde ich sagen. Ich würde hier mal einen daneben setzen. Einfach mal so zum Looky-Looky machen. Bisschen Abstand noch. So, da kommt er rein. Dann geht er hoch. Muss natürlich auch nach oben gucken, sonst sehe ich nicht, wie weit er schon oben ist. Ah, verdammt. Das war die falsche Taste. Da. Da wollen wir hin. So, Rechtsklick. Steuerung weg. So, dann haben wir da noch einen Balken. Das sieht ja sogar fast mittig aus. Und dann können wir den nämlich hier oben auch noch hinsetzen. So. Da quasi. Steuerung. Rein mit den Hölzchen. So, ein Stückeli nach Oberli. Und bau ihn. Sehr gut. Das gleiche müssen wir natürlich auch noch hier so komisch machen, wie wir das da unten gemacht haben. Die Frage ist, kriege ich das überhaupt so hin? Hier oben hätte ich sogar vielleicht ein bisschen kleiner, deswegen. Einfach mal machen. Bevor ich hier wieder die falschen Tasten drücke. Was ich gerade eben schon wieder gemacht habe. So. So, wir waren jetzt hier drinnen. Da brauchen wir natürlich dann auch noch Fenster drinnen. Dann müssen wir den noch machen. Die Frage ist auch, was machen wir für ein Dach? Was hatten die denn damals für Dächer? Auch einfach nur Stroh- oder Holzdächer, ne? War jetzt nichts so Besonderes, was die damals hatten. Ich würde jetzt hier erstmal das hier machen. Die Balken hier weiter fortsetzen. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Ja, da kommen wir runter. Steuerung ein. Ein Bild nach unten. Das passt. Steuerung raus. Rüberrutschen. Steuerung ein. Ist da langsam, ich drehe aus hier mit den. Komm hier, rutsche. Runter. Da. So, das hier noch hin. So. Dann haben wir das erstmal fertig. Muss natürlich dann hier rüber. Aber so sieht das Haus ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Für meine bisherigen Hauskünste. So, drehen wir dich wieder andersrum, weil du musst jetzt hier rein. So, Steuerung. Ganz tief rein, das Ding. So, dann nach unten noch. Damit wir diesmal hier alles voll haben, damit ich hier nicht das vergesse. Ist das auch so? Nee, ist zu weit draußen, gell? Hab ich das jetzt frühzeitig gemacht? Hier passt. Jetzt habe ich gar nicht richtig geguckt. Aus passt. Glücklicherweise richtig gemacht. Man kann auch mal Glück haben. Gott, perfekto. So, da haben wir das ja auch drin. Hier können wir natürlich auch nochmal so einen Zwischenbalken reinzimmern. So. Wir machen das ja bis jetzt alles nur mit Auge, gell? Müssen wir mal gucken, ob wir das mit dem Fenster so halbwegs hinbekommen. So, eins runter ist gerne. So.
Aber das gefällt mir mit den Balken, das gefällt mir sehr. Mir wäre natürlich noch lieber, wenn wir hier so 3D-Formate noch mit dran hätten. Quasi, dass es so ein bisschen dreidimensional wirkt, aber das kriegt man bestimmt alles noch hin. Stück für Stück nähert sich das Eichhörnchen. War es nicht irgendwie so, dass der Spruch? Ewig nicht mehr gehört. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ach, ich war wieder so doof und hab's rausgezogen anstatt rein. Schlau von mir. Manchmal bin ich echt clever. Manchmal bin ich echt ein Fuchs. So. Jetzt aber. Schon besser. Nase juckt. So. Ich hätte mir jetzt schon langsamer Gedanken darüber gemacht, wie wir das Dach machen. Damit wir erstmal das Grobe erstmal fertig haben. Hier können wir natürlich auch noch so einen Balken reinzimmern erstmal. Können wir auch zu guter Erst erstmal machen. Damit man dich nicht mehr sieht. Also eins raus, bis man dich nicht mehr sieht, eins raus. Und dann bauen wir die Steine mal hin. Und dann gehst du nach oben hinaus. Dann bauen wir dich da an. Gut. Sehen wir, das von vorne schon mal die Wände so halbwegs fertig. So. Ich weiß auch gerade noch nicht, ob wir hier oben vielleicht auch noch so ein Ding da machen. Da bin ich mir aber noch unsicher. Zuallererst will ich jetzt mal gucken, was für Dächer wir benutzen. Inventar. Crafting. Wollen wir da mal die grauen, dünnen Planken probieren? Mal gucken, wie die aussehen. Schrägen brauchen wir dafür. Dafür brauchen wir die Schrägen. Und wahrscheinlich die hier. Probieren wir das mal aus. Das hier und das hier. Und dafür brauchen wir noch ein Stähnchen, was wir dann falls immer benutzen. Da Benützling quasi. Auf jeden Fall würde ich das Dach auf jeden Fall überstehen lassen. Das ist schon mal Fakt. Das sieht mich sonst nicht schön. Also, weniger cool aus. So, der Stein muss natürlich dann weg. So, quasi dorthin. Warte mal, hier muss so ein Ding hin. Ah, da sieht man den Balken durch, gell? Warte mal, da müssen wir den Balken mal wegkloppen hier. Das ist ja nur das obere Stück. Sieht man das dann von unten? Nee, bündig abgeschlossen dann. Perfekt. Du kommst dorthin, du kommst dann quasi dahin, ne? Und du bist dahin. Aber das könnte mir gefallen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht ja nicht so bescheuert aus. So, dahin. Dahin. So, da dahin, da dahin. Ah, Hänger. Ruckler. Rucklerhänger. Gehängelter Ruckler. Geruckelter Hängler. Oder was auch immer. So, das haben wir. Nö, das könnte mir gefallen. Das sieht gar nicht so bescheiden aus. Bin begeistert von mir. Da los. Ich glaube, so wie wir jetzt die letzten zwei Folgen gebaut haben, haben wir schon seit Ewigkeit nicht mehr gebaut. Oder quasi so schnell. Das auch ja nicht schnell ist, aber für unsere Verhältnisse ist das verdammt schnell. So, hier müssen wir mal aufpassen, wie ich ins Boom. So, nochmal gucken, dass der nicht reinguckt. Oh, das sieht fast so aus, als ob er dann reingucken würde. Also die Witcher hat echt eine lange Playlist hier. Zack. Mich würde mal interessieren, was ihr mal die Folge mal in die Kommentare schreiben könntet, ist, würdet ihr gerne mal so Let's Plays haben von mir, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen was mit Story spielen quasi, wo wir nicht nur, wir spielen ja bei mir fast nur Aufbauspiele, ne, ist ja nicht schlimm,
Ist aber einfach so. Und mich würde es halt mal interessieren, ob ihr wirklich mal ein Let's Play haben wollen würdet, was zum Beispiel auch mal ein Ende hat, ist ja natürlich fraglich. Quasi, dass wir wirklich mal ein Spiel durchspielen, was bei Rising World natürlich nicht geht. Bei Minecraft rein theoretisch geht das, aber auch da eigentlich eher weniger. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas gerne sehen wollen würdet mal. Sehen wollen würdet, meine Fass, das ist ja ganz schön kompliziert. So, da dahin. So, das dahin. So. Was ist ich zum Beispiel? Wir spielen mal zusammen Skyrim oder wie, na gut, Skyrim vielleicht nicht gleich am Anfang, weil da haben wir das nächste Jahrtausend-Projekt. Ihr könnt euch ja quasi eins mal aussuchen, falls ihr sowas mal habt. Ihr wollt mal. Es kann doch auch Oldschool-Spiel sein. Ich habe keine Probleme mit Oldschool-Spielen. Ich hatte zum Beispiel mal überlegt, ich weiß gar nicht, ob ihr sowas kennt. Ich hatte überlegt, mal Zoo Tycoon zu Let's Playen. Also nicht die neuen und auch hier nicht, was weiß ich, irgendwelche Ableger oder was weiß ich. Sondern wirklich das richtig alte Zoo Tycoon. Habe ich hier nämlich noch auf der Festplatte drauf. Und hatte mal überlegt, ob ich das mal mache. Aber ich weiß ja nicht, ob solche Retro-Dinger noch gut ankommen, weißt du wie? Das ist halt Grafik, ist das nicht mehr schön. Das ist alles klotzig und pixelig. Und vor allem kein Full HD. Das ist es nicht. Aber ob das einem gefällt, das weiß ich nicht. So, das kommt da rüber. Kommt hier so, da, in die Richtung. Oh, draußen ist gerade Tatüter da. Hört ihr das eigentlich? Hört ihr das, wenn draußen der Tüter da ist? Ich weiß gar nicht. So. Alter, das wird richtig gut. Das wird verdammt gut für meine Verhältnisse. Aber ich mich glatt mal strecken dafür. So. Meine Herren. Du. So. Gleich der nächste Stufe drauf gelegt. Zack. Nächste Ding. Da können wir das gleich wieder abreißen. Zack. Und. Wenn wir die Maus halbwegs unter Kontrolle haben, geht das hier weiter. So, dahin. Zack. Ah, richtig gedreht. So, hier kommen wir da so ein Pinöppel hin. So, und dann kommt ja wieder sowas hin. So. Ist ja jetzt natürlich nicht so schön, die ganze Zeit das Dach zu bauen, ne? Aber, was mut, das mut, das gehört ja alle mit dazu, nicht? Und ich pflasse mich hier im Mund fusselig. Denke ich. So, oh, ich muss mich ein bisschen beeilen jetzt hier. Folgen dürfen jetzt nicht allzu Überlänge bekommen, weil sonst habe ich ja heute keine Zeit mehr. Ich habe ja heute noch Termine. Und da ich heute zu spät angefangen habe, eigentlich wollte ich viel früher aufnehmen. Aber wenn man sich einmal verguckt hat, zum Beispiel eine Serie, dann geht das nicht. So. Dann jetzt hier wieder ein Blöckchen. Zack. Kanak, zack. So. Das da, da, da. Dö, 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 dö. Geht nicht. Warum es einsehen? Ging nicht. So. Ist das jetzt das Falsche? Was mach ich denn hier? So, dahin. Dado. Hui. So, aber da sieht das Dach schon mal relativ gut aus, ne? Von uns diesmal. Also die anderen Dächer sind natürlich fast genauso gebaut worden. Außer das Spitzdach, das haben wir ja mit den Brettern gebaut. Das ging auch relativ easy zu bauen, aber. Ah, da habe ich den jetzt fallen lassen. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Ah, wir haben noch mehr von dir. Kannst du ruhig da liegen bleiben. Ich sehe gerade, wir haben noch 5 Stück von dir. Bis das ist nichts Besonderes. Jetzt beleidige ich schon hier solche Dachdreiecke. Warum ist das so? So. Warum ist jetzt hier schlechtes Wetter? Kann mir das mal jemand erklären? Ich war so glücklich gerade eben, dass wir so schön Sachen hier bauen konnten. Und jetzt, zack, schlechtes Wetter. Ob ich es gewusst hätte. So, können wir das jetzt mal hier hinbauen? Ist ja gerade los hier. Zielorientiert bauen geht gerade nicht. So, das Ding kommt jetzt hier dran.
So, und dann haben wir das Dach fast fertig. Da fehlt noch oben der Schlüppel. Der Schlüppel. So. War das Weather Clear? Ich weiß gar nicht mehr. Weather Clear. Und der Tod kommt um 12. So. Wir haben die Folge eh wieder geschafft. Also geschafft. Was heißt geschafft? Es hört sich so an, wie als ob das schlimm wäre. Aber es war ja schön. Es ist ja schön, mit euch das zu machen. So. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier ein Foto. Und verabschiede mich. Denkt mal dran, wenn ihr sowas sehen wollt, mal mit ein bisschen Story oder sowas, dass wir sowas mal spielen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und wenn ihr dazu noch Vorschläge habt, was ihr da sehen wollt, auch das in die Kommentare rein, ne? So, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag oder was auch immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Rising World, ne? Macht's gut, bis dann.